Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Und ich glaube, dass ich zu Anfang jeder Aufnahmesession erstmal verpenne, meinen Rollladen runterzumachen für die Belichtung. Wird ein Running Gag. Ja. Wir sind hier in der Stadt jetzt, wie ihr seht. Yay, da ist Werbung oben in der Ecke. Und ja. Die Achterbahnen sind am Umbau. Das ist unsere einzige Form zum Transport. Oh Gott, Timing. Hui. Interesting. Was? Was? Ja, wir sind in der Cyberstadt und es ist interessant. Warum wir sauber machen, fragst du? Keine Ahnung. Sehr gut. Muss man ja nicht wissen. Im Müll waren 20 Dollar. Poppus pops up. Klick. Na danke. Are you fucking kidding? Oh mein Gott, das sind diese Gegner. Aua. Man muss einfach die Werbung blockieren, Digga. Was sind das für Gegner? Wir müssen einfach Adblocker spielen. Und die Attacke ist einfach gleich stark, egal wie viele da sind. Makes sense. So, gewonnen. Mehr Müll. Yay, ein Bagel. Und hier unten war doch gerade Noel. Chris, was machst du? Oh, Noel, Sweetie. Sie darf mich nicht finden. Noel, wo bist du? Ah, ja, wo ist Lil Mao? Wir sind jetzt ein Team, einer dich. Du musst immer noch mein Lakai sein. Chris, es sieht aus, als hätten uns unsere Kollegen verlassen. Also kommt es dazu. Dazu, dass wir unsere Teams finden, müssen wir uns wohl zusammentun. Queen, wo bist du? Oh nein, nicht er. Was? What the fuck? Ah, Chris, nicht. Der, für den ich Ausschau gehalten habe. Wo ist der Rest vom C-Plus-Squad? Warte, sag mir nicht, die haben dich zurückgelassen. Lull. Noel, Queen? Sie sind wahrscheinlich irgendwo am Retro-Game. Ich glaube, sie warten auf den Player-Select-Screen und hören sich seltsame Musik an. Also kommt's dazu. Damit wir unsere Teams finden, wirkt es, als müssten wir uns zusammentun. Was? Wer zum Fick hat behauptet, dass du Double Truths machen kannst? Hä? Hast du was gehört? Hongkong, es sind nur die Stadtgeräusche. Ah, okay. Ja. Ich geh vor. Sei nicht zu spät. Was passiert hier? Chris, als Teil von unserer Vereinbarung, besserer Teil.
lenkt Birdly ab und findet Noel, weil, ne, Birdly ist... Er nervt halt. Tschö. Chris, ich, wenn's okay ist, vielleicht noch ein dritter Zusammenschluss? Komm. Nein, keine Triple Truthies. Sehr lustig, ja, lieber komme ich bei dir mit als mit ihr. Oh, wait, Joy. Warte, das. Was? Ich meine, es stimmt, was zum Fick ist das? Aber warum? Also, irgendeine Idee, wo Susi ist? Was? Ich frag nur, das ist eine normale Frage. Das ist dein Problem. Och Gott, Minigame. Nein, Schieberätsel. Maus! Sorry, könntest du... Ja, bring sie ins andere Mauseloch. Annoying Mouse Room. Wait, nope. Fast. So, jetzt. Tschüss. Okay, weiter. Oh, ein Gegner. Hä, was passiert hier? Was machen wir? Das. Ich wollte einen Text skippen. Hä? Was soll ich? Act? Was zum Fick passiert? Ist das deine erste Runde im Kampf? Also, ja? Och Gott. Ah, danke. Okay, also es ist irgendwie Dragon Blazers. Und wenn wir nett sind, dann können wir dich durch Gnade gewinnen. Und was ich tun muss, ist... Ich muss mich seltsam anziehen oder so? Ja. Nice. What the... Das ist Pacify, Ice Damage und Heal. Im Prinzip ist sie anscheinend sehr ähnlich wie Ralsei. Interesting. Und neue Gegner. Ambulance. Oh, da sind zwei. Oh mein Gott, was? Was ist dieser Move? Okay, der Move hat mich gerade komplett überfordert. Not gonna lie. Gegner sind schwierig. In dem Kapitel behaupte ich, wir sind Addisons, wir werben. Das hier ist auch eine Werbung. Das ist schön für dich. Wo lang? Magst du keine Werbung? Nur 9,99 Werbung blocken. Und wenn du deine Meinung änderst, für 9,99 bringen wir sie zurück. Ich schätze mal, da geht's weiter. Och, da ist jetzt eine neue Ambulance. Ah, diesmal macht ihr einen solchen Move deutlich entspannter. Ich hatte auch eine Idee, wie ich einen richtigen diesmal mache, aber... Ja, ich... Obwohl, geht's unten weiter? Ich hab echt keine Ahnung. Ach so,
Hier kann ich nicht weiter. Warte, wer ist diese andere Person? Sieht irgendwie aus wie... sie gucken rüber, tschüss. Ah. Übrigens, guten Job macht ihr da oben. Am Fressen. Hui, Timingsspiel. Du willst mich flachsen. Well. Okay, okay, das haben wir gepackt. Das ist einfacher von hinten zu beginnen, meiner Meinung nach. Selbst wenn ich die Straße überquer, wird mein Arsch getreten. Ich mag die Stadt. Ah. Boah, es ist mies, dass es gerade die ganze Zeit nach rechts geht wegen der Facecam. Yo! Och, beide. So, wie kombinieren die ihre Attacken? Och Gott. Okay, das hat's ja simpler gemacht. So. Ja, ich wollte da irgendwie drüber, aber ich bin scheiße, also. Ich müsste bald mal aufpassen, weil meine Leben zur Neige gehen. Hier wird weitergeworben. 2 junge Leute in der Schulnacht. Wollt ihr vielleicht irgendwelche Dating-Schuhe? Nein, das... Chris und ich sind nur Freunde. Chris war ja mein Nachbar. Wir haben viel durchgemacht. Manchmal fühlt es sich an, als ob wir uns gut kennen. Aber irgendwie sind wir nicht wirklich Freunde. Also ich meine, ich bin build different. Da trifft das Linke zu, aber... Ja, wir sind Freunde. Ist irgendwie nett, dass Chris das sagt. Aha. Jo. Save Point vielleicht langsam? Hey, habt ihr vielleicht irgendein sowas? Existenzkrise dagegen? Ich frag für einen Freund. Ein Freund, der genauso aussieht und klingt wie ich. Sie reden über mich! Warum war das so lustig für mich? Was ist mit mir? Warum? Warum? Und, wo muss ich lang? Hier? Ich glaube, das muss jemand runterhalten, ja? Chris, du bleibst da stehen. Ja! Warum klang das so ehrlich? Chris, komm schon, du weißt, dass das nicht nett ist. Ah, ich wollte treffen. Leg mich. Hey, was los? Ich meine... fair enough. Oh. Chris ist Queen. Sie ist da drüben. Kannst du sie irgendwie ablenken? Ach, am Saufen, scheiß Alkoholiker. Oh, Limma. Was? Okay. Also, die weiß, wie man Smalltalk beginnt. Du bist hier. Sorry, Chris.
Während ich nach Noelle gesucht habe, hatte ich so ungefähr 4 von denen hier. Einfach Batteriesäure. Keine Sorge, das war mein Wurfglas, das ist gut. Guck mal, Chris. Was? Ich glaub, also irgendwie fühlt sich an, als wären wir jetzt auf derselben Wellenlänge, verstehst du? Du verstehst mich, Chris. Du hast nicht so seltsame Sachen wie Meinungen. Oder du schreist, wenn ich dich einfange, oder sagst mir irgendwelche komischen Pläne für einen Intelligenz-Theme-Park. Ich komme damit nicht klar. Warum ist jeder andere so undankbar? Warum explodiert das? Was geschieht heute? Ups, das war mein extra gefährliches Glas. Chris, ich will doch nur, dass jeder lächeln kann. Und wenn ich böse werden muss, um das zu erreichen? Ist das schlecht? Ist es okay? Du musst nicht antworten. Du hättest Unrecht. Aber Chris, wenn wir hier schon zusammenarbeiten, vielleicht können wir das Beste draus machen. Lass uns das Spiel nochmal spielen. War das nicht lustig? Oh Gott. Einfach nur wir zwei, die eine gute Zeit haben. Niemand anderes im... Ich hab mich gerade echt drauf gefreut. Das war cool letztes Mal. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, bisher lief das Kapitel so normal und heute bin ich in einem LSD-Trip gelandet. Hey Queen, ich hab nach dir gesucht, um dir das zu zeigen. Ein Monument für unsere Tollheit. Oh, es ist, well, also es ist, wie sag ich das? Sehr intelligent. Lying. Ich mag es sehr, dich zu tolerieren. Perfekt. Sehr coole Statuen. Ich wusste nicht, dass du Nippel hast. Was? Ich werde. War bei mir irgendwas im Mittagessen gerade eben? Habe ich da aus Versehen irgendwas reingetan? Ich komme mir gerade wirklich vor wie auf einem fetten LSD-Trip. Chris, fühl dich frei, es auch zu bewundern. Queen und ich müssen Pläne machen. Ja, super, ich freue mich mega drauf. Lass uns gehen, Burgly. Geh weiter, ich bin direkt hinter dir. Jetzt muss ich meine Stimme leiser machen. Sorry, Chris, ich muss hier weg. Wow, cooles Fail. Ich glaube, meine Verkleidung hat funktioniert. Es sieht dumm aus, aber es funktioniert halt. Lass uns losgehen, Chris. Ja. Ich sehe so nichts. Ich glaube, ich trage es nur, wenn ich muss. Also, okay, los geht's. Ah. Also mit der Maske fällst du über den Schuh da. Ohne läufst du durch die Statue durch. Oh, die Düdens! Was los, Bagels? Ja, die verkaufen mir nur Zeug. Och. Ja, wir haben die Statue gebaut. Ja, wir haben auch was anderes gebaut, das ist krass. Yo, wie geht's? Wir machen Geld, weil wir verkaufen in der Stadt. Irgendwie müssen wir Kohle machen. Neues Zeug kaufen. Ja, ich will ein Auto sein.
Gut gedacht, KK. Dann können wir rumkommen. Also mit KK kann ich relaten. You are filled with musical bagels. Perfekt. Oh, mal wieder Werbung. Das hier ist echt einfach ein LSD-Trip. Willkommen bei Cybershoes 2. Willst du welche? Ein kleiner Schuh mit einem Zahnstocher durch. Und... Why? Ich weiß, ich stelle hier große Fragen, aber... Why? Aha. Die hören sich ganz gut an, tatsächlich, die Items, also. Well. Aha, da unten ist eine Truhe. So. Noel fliegt mal wieder auf die Fresse. Wie immer. Digga, diese Moves sind mies. Bleibt dabei, also bisher ist es schwerer um ein gutes Stück. Lass mich öffnen. Bounce Blade. Eine neue Waffe. Die meine Defensive ein bisschen erhöht, aber einen Angriff senkt. Ich tue sie mal rein für die Abwechslung. Hier ist der krasseste Teeshop. Wollt ihr hier eigene Geschmack? Was nimmst du? Was? Okay, hier geht's los. Noel-Tee. Was war in meinem Mittagessen? Die sind beide... falscher Button. Die sind beide müde, deswegen... Pacify braucht 32. Stimmt, Razzle braucht weniger dafür. Aber kann es sein, dass der dafür nur einen macht? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Oh, stimmt, die haben in meinen Augen immer noch so mit den krassesten Angriff. So. Dann haben wir das auch gepackt. Ich weiß halt echt jetzt nicht, was optional ist, wo der Weg ist. Die Stadt ist verwinkelt. Ein Mannequin. Klamotten, wir verkaufen das hier nur 300. Oh Gott. Es wurde hinzugefügt. Ich glaube irgendwie, das war ein Fehlkauf. Und wo? Ach. Da unten steht noch Fragezeichen, Digga. Ich will das. Es ist vermutlich eine blöde Entscheidung. Ah, hier oben geht's einfach im Kreis. Okay. Das macht simpler. Und diese Hütchen sind unnötig. Weiter geht's. Oh Gott. Gott. Ich bin nicht gut in sowas. Gerade bei der letzten Spur da. Bruder, die letzte Spur. Ich laufe immer zu. Oh. Es ist einfacher, wenn man nicht geistig zurückgeblieben ist. Wait. Hä? Hä?
Oh mein Gott! Ihr Säcke! Ich glaube, unten wäre wahrscheinlich noch ein Secret. Aber wir können hier einfach nochmal stoppen. Da ist was. Oder vielleicht auch nicht, also ich komm halt dazu nichts. Oh, wieder elektrische Wände. Hm? In diesem Loch ist ein Schalter. Vielleicht könnten wir was reintun? Was glaubst du? Das habe ich mir gedacht. Der nervige Mausraum 2. Wait. Was? Oh Gott. Ja, wenn dann so. Sonst kommen die ja nicht rein. Ich würde schätzen, so maybe. Oder so. Nee, nee, wenn, dann muss das, glaub ich. Ich werde überfordert, Hilfe. Ich mag es nicht, wenn Spiele meine Kompetenz erwarten. Warte, wenn ich so mache, dann müsste ich, glaube ich, wenn ich jetzt die Mäuse rauslasse. Wir haben es geschafft, wir sollten... Hä? Die Wand ist immer noch da. Haben wir was verpasst? Hallo? Wir haben es geschafft. Hä? Ich glaube, ich hab's geschafft. Dann weiter. Und ich hoffe, es gibt gleich ein Save. Oh, wo du doch Mäuse so magst. Chris, du willst das nicht anfassen, oder? Ich mach's. Ich streichle den Käse. Willst du mich jetzt flachsen? Trap. Jawohl. Und die heißen Maus. Ich will nie wieder Käse sehen. Das ist dein Problem, nicht meins. Well. Och Gott, wenn wir eins von den Dingern berühren. Ah, kein Aimbot von mir. What the fuck? Oh mein Gott, es sind Mäuse. Es sind Mäuse. Please kill me. Als ob, das war doch ein Treffer. Ich riskiere es, wenn ich treffe, dann ist rum. Ja, also wenn das jetzt nicht gezählt hätte, dann wäre ich auch so aus dem Raum gegangen. Ja, okay, das reicht schon. Die Truhe hier hatte ich schon gesehen. Ein Bagel. So, damit sind wir mit diesem Raum durch. Eine Sackgasse? Hi.
Der Switch hat nichts gemacht. Oh. Die Plattform fällt. Hilfe. Chris, was zum Fick? Du hast mich... Hä? Sorry, du hast mich gerettet, oder? Oh Gott. Ich hab gehört, dass Noel um Hilfe ruft, aber... Hör auf zu labern, du dummer Hund! I love. Na, das verkacke ich. Man muss nicht mal gewinnen. Wiederholen sich die gerade wirklich? Irgendwie überfordert mich diese Stage. Wie geht die Stage? I love Maus. What? Wie hast du das gelöst? Ich meine, einmal am Tag ist auch eine kaputte Uhr, richtig? Und Chris, wenn jemand fragt, ich hab's gelöst. Ist nicht fair, dass du das hier machst. Klar. Ich meine, Susi würde gerade... Oh Gott. What the fuck, Digga? Ich bin im LSD-Trip. Ja, ich hab fast kein Puzzle gelöst, aber dank mir später. Weißt du, ich glaube, ich hab keine Angst mehr vor Mäusen. Ich glaube, sie könnten ganz süß sein, aber weiter. Yay, sie ist jetzt immun vor Mäusen. Und wir sind immun davor, die Folge weiter zu... Das war's mit der heutigen Folge von Deltarune. Das war ein Scheißübergang von mir. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Mal gucken, ob beim nächsten Mal der Drogentrip aufhört. Bis denne. Wenn ich den Ausbutton treffe.